Welcome back hier, Friends of the Ständig Sterben. Was geht? Willkommen zurück. Wir sind bei Elden Ring unterwegs und sind gerade hier aus dieser Gruft gestiegen. Und mit gerade meine ich vor 3 Tagen. So. Wie geht's denn hier weiter? Darunter können wir einmal. Danach müssen wir wieder hier hoch, um unser Zeug wieder zu holen. Das bringt's ja nicht. Okay, ich wollte ja hier hin und mir das mal ganz genau angucken. Wir sind ja schon fast dahin gekommen. Hier leuchtet irgendwas. Ich weiß nicht, ob das was ist. Wie geht's denn euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's... Ja, kann man schon machen. Einigermaßen. Stadt der Zauberer. Die wollten wir auch nochmal in Ruhe ein bisschen... Festung Farod. Was war denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gehen wieder hier hin und dann gucken wir, dass wir das machen, was wir in der letzten Folge eigentlich uns als Ziel gesetzt hatten. Nämlich ein bisschen erkunden. Das Wakizashi haben wir ja auch bekommen. Heißt, müssen wir auch mal gucken, ob wir das, wie gesagt, als zweites Schwert ausrüsten wollen. Damit wir so quasi zwei... So, ach, guck mal, eine Mara-Statue. Okay, vorsichtig, Freunde. Das sieht doch sehr gefährlich aus. Und er kommt auch schon hierher. Rufe ich meine Freunde? Unangenehm. Oh, unangenehm. Ich rufe meine Freunde. Ah. Was jetzt davon? Existierst du auch einfach hier? Kopf der großen Libelle schon wieder? Hab da fein gemacht. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass ihr auch Fans der Wölfe seid. Ich bin auch ganz großer Fan der Wölfe. Ich wundere mich ein bisschen. Denn hier ist so ein Boss-Pillar.
ne? Wisst ihr, wie ich mein? Oh. Ich vergaß. Hier geht's runter. Denk mal, hier wird ein Boss sein jetzt. Müsste ja zumindest, denke ich. What? Ist da gerade einer an mir vorbeigeflogen? Habt ihr das gesehen? Hm. Meteorklinge. Was ist das für eine Waffe? Oh, das ist ein Katana. Oh, das ist ein Katana. Friends, this is a Katana. Aber trotzdem, was sind diese komischen Pillar? Ist es doch kein Boss-Pillar? Ich war jetzt mittlerweile tatsächlich der festen Überzeugung, immer da, wo so ein Pillar auf dem Boden steht, da ist ein Boss. Schick mal meine Geister weg. Na gut. Hier scheint noch einer zu sein. Giftblüte. Okay, was übersehe ich? Übersehe ich überhaupt irgendwas? Vielleicht übersehe ich gar nichts. Vielleicht war es das einfach. Ich meine, Meteorklinge ist doch geil. Keine Ahnung, ob die wirklich gut ist. Wir müssen die mal angucken. Ich glaube, die können wir nicht effektiv tragen, da wir die Stats nicht erfüllen. Okay. Was haben wir hier noch? Wir gucken mal, was Festung Faroth war. Sagt mir halt gar nichts. Ich weiß es wieder. Refugium der Bestien. Ja, der Typ dreht da jetzt auch völlig durch. Was ich strange finde. Ich dachte, wir haben da eine Quest zu erfüllen. Guck gerade nach irgendwas, was aussieht wie so ein Höhleneingang.
Aber ich würde fast sagen, da haben wir nichts. Was ist das hier? Ach, das sind diese umgefallenen Teile, ne? Hier ist ein Friedhof. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Schloss Morn. Das war das mit dem Löwendude. Geh gerade im Kopf nochmal alles durch, was wir wo hatten. Wir hatten ja noch ein paar Sachen offen. Der abgeschiedene Händler. Hatte der noch so ein Herstellungsbuch oder irgendwas? Und wir können... Nee, können wir nicht. Back, Alfred. Unusual to this age. Das war ein Mausoleum. Das kann uns egal sein. Verlorene ermöglicht Duplizierung. Das nehmen wir mal einmal mit, damit wir es haben, wenn wir es brauchen. Have a safe journey. Das da gucken wir uns jetzt an. Hier haben wir ja auch das wandernde Mausoleum. Da könnten wir quasi... Autsch! Ja, nee. Da ist also alles vergiftet. Sehr schön. Runter. Oh, nice. Haben wir einen Helm bekommen. Ich find's halt krass, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich immer und immer wieder. Aber ich find's, ich glaube, ich habe in keinem... Ich wollte gerade sagen, hey, was hat das mit dem Kopf der großen Libellen auf sich, Freunde? Ich wollte gerade sagen, in keinem WoW-Teil, was ist denn mit mir los, Alter? Ihr wisst, was ich meine. In keinem Souls-Game oder so... haben wir so lange... dieselbe Rüstung getragen. Das Ding ist, ich habe mir noch gar nicht die Rüstung angeguckt, ne? In den anderen Souls Games, da habe ich online mal einfach so geguckt, was gibt's denn so für Rüstungen, rein optisch. Gar nicht so, ob das irgendwie eine gute Rüstung ist oder was. Und das habe ich hier halt nicht gemacht. Dadurch habe ich auch gar nicht so dieses Ziel von, yo, die sieht geil aus, die hätte ich gern. Ugh.
It will do no good. I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Bitte was? It will do no good, I swear it. And yet you persist. You frothing degenerates. Zauberin Selen. Wait, die kennen wir doch, oder nicht? Ist es nicht die, die hier in dem anderen Teil? Dude, wo war denn die? Da! Ist sie da nicht mehr? Warum reisten die irgendwo anders hin, um sich da... Guck mal, jetzt steht sie wieder da. Oder ist die das dann da gar nicht? There you are, my apprentice. Shall we commence the lesson? Das ist doch sehr weird. Ich könnte mir vorstellen, dass die das gar nicht ist. Die Schadenresistenz. Was haben wir hier? Schleudert schnell 4 scharfe Steinsplitter. Das Lustige ist, wir haben da zwar jetzt einen Zauber, aber ich weiß nicht mal, wie man einen Zauber auslöst. So, was ist das Ziel von dem Ganzen hier? Ich, will diesen Wagen jetzt anhalten. Beziehungsweise das hier plündern. Können wir das plündern? Nee, dafür müssen wir den Wagen anhalten.
Okay. Wir haben also jetzt zwei Riesen, die uns absolut nichts getan haben. Gekillt. Dafür bekommen wir eine Großaxt. Moment, ist da ein schwarzer Ritter? Den kriegen wir. Oh, den kriegen wir. Easy peasy. Eindeutig besiegt. Okay. Dunkelkavallerist einfach mal so aus dem Leben gerotzt. Wo war denn der große Wolf-Dude, Alter? Der war bei den Ruinen im Nebelwald, ne? Da wollte ich mal hin. Ja, man muss ja ab und zu mal ein paar Sachen abklappern. Lass mal markieren. Ich weiß gar nicht, hatten wir den nicht letztens auch schon gesucht? Vielleicht müssen wir noch mal pfeifen. Was? Fingerschnipsen? Ja, was halt seltsam ist, ist, dass der uns auch gar nicht angezeigt wird, ne? Ich hab auch vergessen, wie er heißt, um ehrlich zu sein. Oder ist er nur tagsüber da? Weil hier in den Randgebieten des Nebelwaldes, da können wir...
Okay, nicht das, was ich suchte. Ist das die Hütte des Dings? Boah, Leute, das ist, finde ich, das Schwierigste bei so einer Open World. Immer... Wo ist denn diese kleine Hütte? Ich bin völlig falsch, ne? Das ist hier, Hütte des Kriegsmeisters. Aber das ist schon wieder was, woanders. Hello. Glad to see you safe. Here to learn a battle art or two. Well, until we meet again. Oh, not had your fill, eh? Worry not. I've enough to keep you busy. Nee, du hast halt gar nichts. Well. So, und hier drüben ist halt nix. Hier waren die Katakomben, wo wir das Wakizashi haben. Wakizashi? Bum bum bum. Hundert Pro gibt es hier noch voll viele Sachen, die wir uns angucken müssen. Ich meine, alleine das hier mit Selim. Ist noch ein Friedhof, aber da waren wir schon. Das ist das leidende Dorf, wo wir immer noch nicht... Also da ist anscheinend auch nichts. Waldruine der Halbmenschen, da haben wir den Boss gekillt. Ich finde, es ist wichtig, so eine Mindmap zu machen. Das Ding hier will ich mir angucken. Was zum Kuckuck ist das? Was ist das? Ich meine, obvious... Das war, wo der Riese stand, ne? Haben wir das schon gelesen? Die Belagerung von Schloss Mon, einsamer Held, kämpft für die Rache. Fürst Godfrey ist für sein Verderben. Das ist übrigens immer noch nicht gefixt. Solange... man das nicht aktiv wegdrückt. Okay, irgendwas ist hier strange. Strange mögen wir. Okay. Ich weiß, dass es hier noch ein paar Bosse gibt, die irgendwie zu einer bestimmten Tageszeit nur da sind oder so. Irgend sowas. Yo, Handy. Danke. Okay, da ist tatsächlich was.
Eine goldene Rune. Hm. Das ist nicht gerade viel. Strange, oder? So ein großes Schlammloch? Mitten im Nirgendwo? Und dann gibt's da bloß so... Sus! Ich bin im Kampf verwickelt. Da sind so ein paar Bären am Start. Hm. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich die ganze Zeit in einem Kampf bin. Also laut System zumindest. Ja, schwierig. Okay, ein paar Sachen haben wir gefunden. Wir haben auf jeden Fall eine Meteor-Klinge. Da brauchen wir Weisheit 18. Das haben wir ja noch nicht mal ansatzweise. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Gravitation. Ich find's krass, dass die beiden magischen... Komm, ich will zumindest mal sehen. Dass die beiden magischen... mehr Blutverlust auslösen. Oder, ja, im Endeffekt mehr Blutverlust auslösen. Als unser Wakizashi. Wakizashi. Ushigatana. Wie komme ich denn auf Wakizashi die ganze Zeit? Ushigatana, ihr wisst, was ich meine. Freunde, ihr wisst auch, was ich meine, wenn ich sage, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Für die nächsten Folgen werde ich mir mal überlegen, was wir denn genau machen wollen. Obwohl, ich finde es ganz gut, dass wir das alles zusammen mal so ein bisschen durchgehen, weil vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Hinweise, was ich vielleicht noch irgendwo offen hatte, was ich noch machen wollte. Wenn ja, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich lese mir alles durch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.